Ich werde pfeifen, zeigt der Schiedsrichter aus Malaga. Jetzt richtet er zunächst einmal die Mauer ein. Auch Dalin kommt zurück. Herzog versucht direkt. Guter Schuss, aber doch neben das Tor. Nicht schlecht der Schuss von Herzog. Gut angetragen, aber doch deutlich neben das Tor. Ja, und das war jetzt der Pausenpfiff von Jesus Antonio Lopez Nieto. Die Pfiffe des Publikums folgen ihm und den Mannschaften in die Kabine. Die nahezu 50.000 natürlich unzufrieden mit dem Spielstand, mit dem 0:0. Und dass die Österreicher jetzt mit einem Mann weniger dieses Spiel beenden müssen. So, also mal tief durchatmen. Diese erste Spielhälfte ist ja doch nicht ganz so verlaufen, wie wir es uns erhofft haben. Jetzt mit 10 Mann bei 0:0 in die zweite Hälfte. Bin gespannt, wie die Stimmung und die Reaktionen auf der Ehrenloge sein werden. Rainer Pariasek, bitte. Ja, bei mir ist ein ganz prominenter Mann, Niki Lauda, soeben noch in Monza, jetzt schon im HP-Stadion. Zunächst einmal, wird Ihnen das Spiel gefallen bis jetzt? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein richtiger Fußballexperte. Ich kenne mich also wirklich dabei nicht aus. Aber nicht das erste Mal im Stadion. Naja, ich kann mich nicht erinnern, hier gewesen sind. Nur was mir am Anfang aufgefallen ist bei der ersten Hälfte ist, dass die Schweden genauso oft daneben gehauen haben wie die Österreicher. Also in Wirklichkeit war nicht sehr viel los, muss man ehrlich sagen. Ein bisschen enttäuscht vom Match bis jetzt? Ja, weil eigentlich überhaupt nichts passiert ist, außer Fehlpässe von beiden Seiten, würde ich sagen. Formel 1 spannender. Ja, ich würde sagen, in Monza war es heute ähnlich fad, besonders was Ferrari angeht. Aber vielleicht wird sich das morgen dann dort unten zumindest ändern und hier in der zweiten Halbzeit. Das heißt vom Gefühl her, wie man die Partie heute noch? Also ich würde sagen, es ist ziemlich ausgeglichen bei einer schlechten Leistung, würde ich sagen. Morgen geht es wieder zurück nach Monza, oder? Nein, morgen war nur heute dort, morgen ist da wieder genug. Alles klar, danke vielmals, Niki Lauda, zurück in unser kleines Ministudio. So, wir machen weiter mit einer kurzen Analyse dieser ersten Hälfte. Hinauf zu Hans Huber und zu Andi Herraff. Ja, Andreas Herraff, was sagen Sie denn zu dieser ersten Hälfte bisher? Naja, man merkt beiden Mannschaften an, dass es um sehr, sehr viel geht heute. Und jetzt wird es natürlich für uns umso schwerer durch den Ausschluss von Toni Pfeiffer. Aber wie der Toni schon gesagt hat, ich hoffe, die Burschen reißen sich zusammen und vielleicht gelingt wirklich das Unmögliche und wir gewinnen das Spiel noch. Schauen wir uns einmal ein paar Szenen an. Zunächst einmal einen dieser Vorstöße von Harald Czerny. Das war ja die Taktik der Österreicher. Naja, das ist eigentlich ganz gut aufgegangen, ein paar Mal, dass der Harald auf der rechten Seite durchgekommen ist. Nur eben der Stangelpass oder die Flanke hat dann leider noch nicht so richtig funktioniert. Und da müsste man sich in der Mitte ein bisschen besser bewegen, dass man ihm mehr Anspielmöglichkeiten gibt. Und vielleicht kommt der zweite Hälfte ein, zwei Mal noch durch und vielleicht gelingt es ein Tor. Ja, wobei man natürlich beachten muss, dass die Schweden auch sehr gefährlich sind. Sie haben ja einige Möglichkeiten gehabt. Aber der Harald Czerny, der hat ja auch als einziger der Österreicher einmal gefährlich aufs Tor geschossen. Schauen wir uns auch diese Szene an. Hier ist sie in der 17. Minute. Da kommt der Schuss und ganz sicher pariert von Ravelli. Müssten wir öfter versuchen, aus der zweiten Linie zu schießen, sozusagen? Ja, sicherlich. Der Boden wäre rutschig, es wäre sicher eine gute Möglichkeit. Aber um aus der zweiten Reihe zu schießen zu können, muss man das Spiel in die gegnerische Hälfte verlagern, muss man mehr Druck machen. Und die Schweden, wie gesagt, ist eine super Mannschaft und es ist nicht so einfach, danach vorzukommen. Auch die Schweden einige Male gefährlich. Da haben wir eine Möglichkeit uns rausgesucht mit Andersson und Dahlin. Ja, super Pass von Zetterberg. Dann ein Stangelpass. Da ist sie. Da hat der Prilasnik ein bisschen geschlafen oder ist ausgerutscht. Alexandersson hat hereingespielt. War schon zum Durchatmen, nicht? Ja, das stimmt. Das war eine ganz gefährliche Situation, aber da haben wir noch einmal Glück gehabt, Gott sei Dank. Wobei noch das Glück war, dass der Toni Pfeiffer den Gegner wenigstens irritiert hat in dieser Aktion. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wieder mit Harald Czerny, wieder über die rechte Seite. Dort wären also die Schweden zu knacken gewesen. Ja, sicherlich. Also der Harald hat wirklich die Möglichkeit ein paar Mal gehabt, rechts durchzukommen, wurde auch angespielt.
Die Flanke war nicht schlecht, aber wie gesagt, die Schweden sind ja auch gute Fußballer und die stehen da ganz richtig und da kann der Patrick Andersson kann zur Ecke klären. Ist natürlich nicht leicht, diesen entscheidenden Pass zu landen, weil die schwedische Abwehr sehr gut steht. Ja, das auf jeden Fall. Wichtig wäre eben, dass wir weiter versuchen durchzukommen und ein, zwei Mal noch versuchen zu flanken und dann sieht es vielleicht einer. Rote Karte für Toni Pfeffer. Schauen wir uns diese Szene an. So, da jetzt Darlin, da die Attacke von Pfeffer. Sie sind auch der Ansicht, Pfeffer hat den Ball noch berührt. Sieht fast so aus, aber entscheidend ist, dass der Schiedsrichter nicht ausschließen darf, denn der erste Gelbe war zu vertreten, aber wenn er, ich glaube, wie der Toni gesagt hat, er hat das vergessen, dass er schon Gelb hatte und deswegen hat er ihm dann die Rote gezeigt, denn das war sicher kein Foul, wo man unbedingt die Gelb-Rote zeigen muss. Sind Sie auch eher der Ansicht, der Schiedsrichter hat nicht gewusst in dem Augenblick, dass es schon Pfeffer war, der die gelbe Karte erhalten hat? Ja, das hat ganz deutlich so ausgesehen und ich glaube fast, dass er es vergessen hatte. Ja. Wir sehen das Ganze gleich noch einmal in der Superzeitlupe. Da können wir dann das noch einmal ganz genau verfolgen. So, da kommt die Attacke vom Toni Pfeffer. Ja, vielleicht hat er den Ball ein bisschen berührt. Eine Attacke von hinten war es allemal. Aber sicherlich eine sehr harte Entscheidung des Schiedsrichters hier noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. So, wir können nur auf die zweite Hälfte hoffen. Sie werden die Daumen halten und wir geben zunächst einmal zurück wieder ins Studio zu Erich Weiß. Ich hoffe, wir gewinnen heute auch noch, auch wenn es jetzt nicht mehr so gut ausschaut, nur noch mit 10 Mann. Wieder ein Blick in die Ehrenloge, Rainer Pariasek. Ja, bei mir ist der Bürgermeister Michael Heupel. Man sieht es ja immer wieder im Fußballdress. Sie sind ein begeisterter Hobbykicker. Darf ich Sie um Ihren Fachkommentar über die erste Spielhälfte bitten? Naja, natürlich haben wir uns mehr erwartet in dieser ersten Spielhälfte. Es hat auch einige ganz gute Ansätze gegeben, aber Schweden ist enorm stark, athletisch ganz, ganz stark, läuferisch wahnsinnig stark, spielerisch auch sehr gut. Also es wird eine sehr schwere Sache, vor allem jetzt, wo Pfeffer weg ist. Wären Sie jetzt Teamchef, spielen wir mal ein bisschen dieses Spielchen, was würden Sie jetzt der Mannschaft in der Kabine sagen? Naja, das ist sehr schwierig. Ich glaube, dass man gesehen hat in den letzten 5 Minuten, was der Teamchef nun für eine Aufgabe hat, nämlich man muss eigentlich jetzt Psychologe sein. Die Mannschaft hat die letzten 5 Minuten völlig von der Rolle weggespielt. Und jetzt sie aufzumuntern, Optimismus zu geben, wir können es trotzdem schaffen, das ist das Wichtigste wahrscheinlich. Also Sie glauben an den Erfolg noch? Ich glaube ungebrochen an den Erfolg. Das Spiel ist nach 90 Minuten aus, wie die alte Fußballweisheit heißt. Ist noch alles drinnen. Danke vielmals, Herr Bürgermeister. Und in Kürze meldet sich wieder unser Kommentator Hans Huber. Auch die Schweden im Augenblick noch unverändert. Möglicherweise plant Tommy Svensson, die Offensive zu verstärken. Aber im Augenblick auch die Schweden also unverändert. Czerny. Die Frage ist auch jetzt, ob die Österreicher versuchen werden, dieses Unentschieden zumindest zu halten und damit weiterhin eine günstige Ausgangsposition zu haben. War ein riskanter Pass jetzt von Wolfgang Feiersinger. Polster. Vastic, er muss jetzt natürlich ein bisschen mehr zurückgezogen spielen. Polster, die einzige Sturmspitze, allein gegen alle sozusagen, in 4 schwedischen Verteidigern drinnen. Zetterberg. Zetterberg. Und der Ball ist vorbei, der Ball ist vorbei. Da war allerdings auch ein Stoß an Martin Dahlin. Das müssen wir zugeben, aber der Schiedsrichter hat jetzt diesen Stoß übersehen.
zu unserem Glück Zetterberg zunächst, dann Konzel. Und jetzt Dahlin wird gestoßen von Prilasnik, hat fast ein bisschen unbeholfen gewirkt, diese Aktion, und dann der Schuss neben das Tor. So bitter und so hart die rote Karte für Toni Pfeffer war, jetzt hatten die Österreicher Glück. Da noch einmal die Einspielung dieser Chance für die Schweden. Bastić. Bastić, Polster! So ungenau dieser Pass für Polster, aber Prilasnik, noch einmal Polster. Wäre nicht schlecht gewesen, die Flanke. Czerny. Kein Foul, zeigt Schiedsrichter López Nieto. Und jetzt Platz für die Schweden. Dahlin. Kenneth Andersson. Dahlin liegt. Kenneth Andersson befördert den Ball ins Out. Gibt es noch ein paar Freundlichkeiten für den Martin Dahlin von Wolfgang Feiersinger. Fällt schon sehr leicht, der Martin Dahlin, der jetzt bei den Blackburn Rovers spielt. Zuvor Borussia Mönchengladbach, bei AS Roma ist er nicht richtig zum Zug gekommen. War der Ball gespielt von Schöttl. Ball zurück zu den Schweden. Die Österreicher jetzt natürlich sehr unter Druck, kein Wunder. Zetterberg. Per Zetterberg, das ist der Kleine, zuletzt der Größte im schwedischen Team, spielt bei Anderlecht. Diabetiker, muss täglich spritzen und hat noch nie in der ersten schwedischen Division gespielt, denn er kam schon als 15-Jähriger nach Belgien zu Anderlecht, von dort zu Charleroi und dann zurück zu Anderlecht, und mit Anderlecht wird er im UEFA-Pokal gegen Salzburg spielen. Dahlin. Gilbert Prilasnik bisher nicht sehr glücklich in seinen Aktionen. Ist auch nicht leicht in seinem zweiten Länderspiel. Alexandersson. Konzel. So sicher, als hätte er schon einige Meisterschaftsspiele in den Beinen. Dabei hat er erst eines für AS Roma absolviert. Czerny. So, jetzt muss er seine Schnelligkeit ausspielen. Und jetzt wurde er gehalten, eindeutig vom Schiedsrichter nicht gesehen, vom Schiedsrichter nicht gesehen, in die andere Richtung gepfiffen, dieser Zweikampf mit Komark. Er wird zunächst gehalten, dann zupft auch er, dann fällt Komark und der Schiedsrichter pfeift.
Beide haben gerangelt, aber ich glaube, Czerny hätte da den Freistoß verdient. Da ist er wieder. Allerdings hat es jetzt meist mit zwei Gegenspielern zu tun. Jetzt noch einmal Czerny. Holster. Versuch's. Jawohl. War nicht schlecht, dieser Schuss von Toni Polster. 39 Tore hat er bisher in der Nationalmannschaft erzielt. Und da holt er sich auch einen kleinen Sonderapplaus von Herbert Prohaska. Ab. 85. Länderspiel für Toni Polster. Wäre doch nur zu schön, wenn ihm da ein Tor gelänge. Oder wenn die Österreicher hier zumindest einen Punkt holen würden. Foul an Polster. Da müsste es jetzt auch eine Karte geben. Und zwar für Roland Nilsson. Aber es gibt keine. Bei den Schweden kündigt sich der erste Wechsel an. Jesper Blomqvist vom AC Milan. Ein sehr dribbelstarker Spieler. Tommy Svensson möchte also die Offensive stärken. Und zwar für Håkan Mild, Blomqvist. Damit wird auch der Offensivdrang von Harald Czerny etwas gebremst. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund dieses Wechsels. Jetzt probiert das schon ein paar Mal mit der Ferse, der Kenneth Anderson, der bei Bologna in Italien spielt. Herzog, Prilasnik. Die Österreicher jetzt vor allem darauf bedacht, das Spiel zu kontrollieren, den Angriffsschwung der Schweden zu bremsen. Feiersinger, der bisher einen tadellosen Libero gespielt hat. Prilasnik. Polster. Diesen Rückpass haben wir von ihm auch noch nicht oft gesehen. Vastic. Er kommt nicht ins Spiel, aber jetzt Blomqvist. Abseits. Abseits von Kenneth Anderson bereits. Das ist der neue Mann, 23 Jahre alt. Wir sehen es hier ganz deutlich. Kenneth Anderson stand im Abseits.
Krstić. Was gibt der Schiedsrichter? Ich hätte es mir fast denken können, er gibt Freistoß gegen Österreich. Da schimpft auch Toni Polster. Kamark und Ivica Vastić im Zweikampf. Beine ein bisschen hoch und dann wird gerangelt und gestoßen. Beide fallen. Naja, Entscheidung letzten Endes wahrscheinlich zu vertreten. Auch schon hohes Bein und jetzt zieht er den Gegenspieler zurück, der Ivica Vastić. Wieder ein Eckball für die Schweden. Die halfen sich jetzt natürlich. Gilbert Prilasnik hat da mit Alexandersson seine Mühe. Das weiß auch Herbert Prohaska. Zetterberg. Schon abgepfiffen. Was habe ich getan? Scheint Kenneth Andersson zu fragen. Wie auch immer, Foul für Österreich. Er hat einen Sieg der Schweden hier angekündigt, nämlich Tommy Svensson. Czerny, Vastić, bringt Zeit, nicht leicht zu lösen gewesen, diese Situation für Wolfgang Feiersinger. Herzog, zurückgepfiffen, und zwar, weil sich der Ball noch gedreht hat. Herzog, auch er hat es bisher nicht leicht in diesem Spiel. Vielleicht kommt jetzt einer der Genieblitze von Vastić. Polster. Herzog. Vastić. Möglichkeit zum Konter für die Schweden. Zetterberg, Andersson und Czerny. Das tut weh, das tut sehr weh, denn Dali nicht im Abseits. Aber gestoppt von Harald Czerny. Kräftig durchatmen heißt jetzt Polster, noch immer Polster. Herzog. Das Spiel jetzt sehr zerhackt, sehr zerfahren. Ja, und irgendwann einmal wäre eine gelbe Karte für die Schweden auch fällig. Hier aber diese Chance von Dahlin und da ist Harald Czerny gerade noch in den Schuss gerutscht. Noch einmal. Dahlin hat schon zum Treffer ausgeholt, wollte den Ball über Konsel schupfen und gehalten. Und irritiert wurde er von Harald Czerny. Freistoß für die Österreicher. Vastić. Da hat er schon viel besser geschossen aus solchen Situationen.
So manches Tor hat er aus ähnlichen Distanzen schon erzielt, der Ivica Vastić. Blomqvist gegen Czerny. Czerny bleibt Sieger. Gratulation an Harald Czerny, der eine wirklich großartige Leistung bietet. Herzog. Prilasnik. Das tut doppelt weh, weil alle Mann wieder zurück müssen, die gerade nach vorne gesprintet sind. Blomqvist. Kenneth Andersson. Tief durchatmen heißt, der Ball neben dem Tor. Heimo Pfeifenberger angeschlagen, das wäre ganz bitter, denn er ist der beste Kopfballspieler in der österreichischen Abwehr. Die Leiden eines Coaches haben wir gerade eingespielt bekommen von Herbert Prohaska. Und der Druck der Schweden wächst immer mehr. Der Applaus, den Sie vielleicht im Hintergrund hören, der gilt Peter Stöger, der sich eben das Leibchen mit der Nummer 18 übergestreift hat und sichtlich zum Einsatz kommen soll. Polster. Foul von Björklund. Da dieses Foul an Polster. Der Wechsel bei Österreich jetzt. Peter Stöger kommt für Ivica Vastić. Ein Offensivspieler gegen den anderen. Immerhin 11 Tore hat er in der Nationalmannschaft schon erzielt. Herzog, Ball noch abgefälscht, aber mehr als ein Eckball hat dabei nicht herausgeschaut. Vastić hat auf der Ersatzbank Platz genommen. Freistoß, nämlich Eckball für die Österreicher. Herzog. Aber gegen diese großgewachsenen, kopfballstarken Verteidiger sind hohe Bälle wahrscheinlich nicht ganz das richtige Rezept. Nächster Versuch. Ravelli
Stöger. Roland Nilsson noch dazwischen. Aber immerhin, jetzt melden sich auch die Österreicher wieder zurück, obwohl mit einem Mann weniger. Blomqvist. Jetzt wird das Spiel der Schweden auch hin und wieder auf die linke Seite verlagert. Mit ihm. Noch einmal dieser Schuss von Stöger. Schön aufgenommen. Wäre ganz brenzlig geworden für die Schweden, dieser Schuss von Peter Stöger. Holster. Herzog. Stöger niedergerissen von Roland Nilsson. Und jetzt müsste es auch für ihn die rote Karte geben. Denn er war der letzte Mann. Er war der letzte Mann. Rote Karte. Jawohl. Rote Karte für Roland Nilsson. Nach dieser Attacke an Peter Stöger. Und jetzt ist wieder die Chancengleichheit gegeben. Kompromisslos hat der spanische Schiedsrichter gleich auf rote Karte entschieden. Und wir sehen es hier. Stöger wäre durch gewesen. Daher eine völlig korrekte Entscheidung. Roland Nilsson wartet auf Stöger, reißt ihn zu Boden, ist der letzte Mann. Und damit eine völlig korrekte Entscheidung des spanischen Schiedsrichters López Nieto. Und damit jetzt die Chancengleichheit wiederhergestellt. So, das Spiel wird mit einem Freistoß der Österreicher fortgesetzt. Roland Nilsson muss von der Ersatzbank. Ausgeschlossene Spieler müssen in die Kabine. Freistoß für die Österreicher. Holster oder Stöger. Holster und Ravelli pariert diesen Schuss. Es ist zum Haare raufen für den Toni Polster. Ein guter Schuss. Gefährlich auf dem noch immer ein bisschen feuchten Boden. Aber Ravelli ganz sicher. Minuten sind jetzt gleich nach der Pause gespielt. Das Kräfteverhältnis wieder ausgeglichen. Tern. Über ihn laufen sehr viele Aktionen. Er ist ein ganz wichtiger Punkt im schwedischen Spiel. Herzog. So. Den Schweden wäre ein Unentschieden hier wahrscheinlich zu wenig. Die Österreicher könnten mit einem Unentschieden noch hoffen. Das ist der Vorteil an der Ausgangsposition der Österreicher. Polster. Herzog. Freistoß entscheidet.